Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Mein Name ist Marksmein und ich begrüße euch hier ganz herzlich in der Jarlhalle bei der Jarl... wie hieß sie nochmal? Jarl Layla, genau so hieß sie. Jetzt habe ich es vergessen, weil ich das war ja... Die letzte Aufnahme war gestern. Also, wie geht's? Willkommen in Rifton. Ich hoffe, dass die Straße gut zu euch war. Wie steht es hier? Wie steht ihr denn zum Krieg? Auch wenn ich Ulfriks Sache als gerecht ansehe, mache ich mir Sorgen um die Bewohner von Rift. Wie können sie ihr ohnehin schon hartes Leben weiterleben, wenn dunkle Wolken über ihnen hängen? Ich fühle mit ihnen. Wenn wir doch nur mehr Geld hätten, dann könnte ich sie wie meine eigene Familie beschützen. Das sagen die alle. Jeder will mehr Geld haben. Selbst du, ne? Was ist mit Ulfric? Persönlich. Mit den Sturmmänteln im Rücken plant Ulfric, die Truppen des Kaiserreichs aus Himmelsrand zu vertreiben. Okay. Und unsere Beteiligung am Weißgold-Konkordat zu beenden. Viele haben im Kampf für diese Sache das Leben gelassen. Ich Sehr fürchte, viele. Das Land wird noch Jahre mit Blut befleckt sein. Oh ja. Erzähl mir etwas über die Diebesgilde. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht der richtige Zeit. Was ist das Weißgold-Konkordat? Das würde ich gerne wissen. Ihr wisst sicher vom großen Krieg zwischen dem Kaiservolk und den Elfen, die sich selbst der Altmeri-Bund nennen. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, wurde das Weißgold-Konkordat unterzeichnet. Es sollte ein Bündnis sein, das für Frieden im Kaiserreich sorgen sollte. Eine der Bedingungen des Vertrags war das gesetzliche Verbot der Anbetung von Talos. Für die Sturmmäntel war das der Augenblick, in dem es für jeden wahren Nord unwürdig wurde, für das Kaiserreich einzutreten. Gut, das war zwar langweilig, aber mir egal jetzt. Erzähl mir lieber was von der Diebesgilde. Wir brennen alle darauf, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Maven Schwarzdorn hat mir versichert, dass sie ihr gerechtes Schicksal ereilen wird. Als eine der einflussreichsten Bürgerinnen der Stadt wird sie persönlich dafür sorgen, dass sie inhaftiert werden. Leider sind sie schwer zu fassen, aber ich bin mir sicher, dass Maven nicht aufgeben wird, bevor diese Stadt komplett von ihnen gesäubert wurde. Na gut, okay. So ich viel dazu. Euch eine gute Reise. Wir können erstmal gucken, weil wir wollen ja auch einen Auftrag annehmen. Der sonstige. Wo haben wir die denn? Verschiedenes da. Unterhalte dich mit Brynjolf über einen Beitritt zur Diebesgilde. Das können wir machen. Als Jarl Laylas Huskarl möchte ich euch bitten, stets die gebührende Distanz zu ihr zu wahren. Ja, hast du mir schon erzählt. Seid ihr in einer offiziellen Angelegenheit hier? Geht es um eine Lieferung? Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Ich behalte euch im Auge. Wer ist das hier? Ich vermute, ihr belästigt mich aus Marvin Schwarzdorn. Euer Name besitzt in Rifton großes Gewicht. Natürlich. In die macht mir jemand Ärger, besuche ich die Diebesgilde. Macht mich jemand zornig, gehe ich zur dunklen Bruderschaft. Daran solltet ihr beim nächsten Mal denken, bevor ihr eine so dumme Bemerkung macht. Ich habe gar keine Bemerkung gemacht. Was ist los ich mit glaube, dir? Wir sind fertig. Gleich klatscht das. So. Was haben wir denn mit der noch zu besprechen? Als Vogt von Rifton kann ich euch leider nur begrenzt helfen. Okay. Aber bitte, sprecht frei heraus. Ich habe doch schon alles gesagt. Können wir denn hier noch was gucken? Hier ist noch ein mit der Magier hier. Bitte macht verzeiht denn? Meine Unordnung. Wylandria. Aber ich stecke mitten in einer äußerst störungsanfälligen Versuchsreihe. Ja? Was habt ihr denn zu verkaufen? Werft einen Blick drauf. Waffen, Bekleidung, Schriftrollen, Bücher... Ich habe auch jede Menge zu... Was hat sie denn für Waffen? Ach, so viel hat sie doch gar nicht. Das ist alles... Rolle der Hysterie. Wert 1000. Rolle des Feuersturms. Ein auf dem Zaubernden zentrierte Feuerexplosion, die 75 Schaden. Bücher, Zauberwurf, beschworene Streitaxt. Gewicht, Wert. Erschafft für 120 Sekunden eine magische Streitaxt. Wird beim Wegstecken benannt. Gebannt. Ein beschwörendes Schwert. Schutz, beständiger Schutz. Erhöht die Rüstungswert um 60 Punkte und absorbiert bis zu 60 Schadenspunkte durch Zauber der Effekte.
ständiger Schutz. Können wir mal kaufen. Besänftigen. Er hat echt viele Bücher. Zombie erwecken, Steinhaut, Seelenfalle, Schutzgeist beschwören. Beschwört einen Schutzgeist für 60 Sekunden. Schnelle Heilung. Heilt den Zauber um 50 Punkte, okay. Sonstiges, Seelensteine. So. Ich hätte hier ein paar schöne Stäbe für dich. Ich sehe, du hast ein bisschen Kohle. Hier, den würde ich dir verkaufen, den. Nee. Ja, das war's schon, ne? Mehr Kohle konnte ich nicht aus dir herausholen. Okay. Was hat euch so lange beschäftigt? Jemand interessiert sich für das, was ich tue? Ja, warum denn nicht? Nun, ich will es euch gern erklären. Meine Experimente drehen sich um ein magisches Konstrukt und eine Zutat, die es dem Konstrukt erlauben wird, ein dauerhaftes Feld harmonischer Energie aufrechtzuerhalten. Ich verstehe kein Wort davon. Faszinierend, spricht weiter. Aha, ihr seid also doch ein Schüler der angewandten theoretischen Harmonielehre. Immer doch. Wenn wir Ralstons Konstante Harmonie der universalen Inversion einmal beiseite lassen, wie würdet ihr das Problem dann angehen? Würdet ihr die harmonische Energie der Zutat zuführen oder ihr erlauben, ihr eigenes Feld zu erzeugen? Schwierige Frage. Ich weiß nicht. Jetzt komme ich überhaupt nicht mehr mit. Ich würde sagen, 7. 7. Erstaunlich. Ja. Daran hatte ich nicht gedacht. Siehst du mal? Allein die Lösung der Differentialgleichungen würde Monate dauern. Vielleicht sogar Jahre. Trotzdem eine revolutionäre Idee. Altstein hat bei mir zu Hause gelernt, mein Freundchen. Moment mal. Ich sehe da ein kleines Problem mit eurer Theorie. Wie wollt ihr ohne einen Seelengreifer dauerhaften Magikerbrand vermeiden? Nein, ich verstehe gar nichts. Ganz einfach, nun ist die Antwort. 9 ist die Antwort. Vielleicht solltet ihr einen Seelenstein schlucken. Seid ihr denn total verrückt? Einen Seelenstein schlucken? Das muss der brillanteste und unerwartetste Lösungsansatz sein, den ich seit langer Zeit gehört habe. Siehst du mal? Er löst alle Probleme und hält dazu noch das Feld stabil. Jetzt brauche ich nur noch... Moment, worüber sprachen wir gerade? Was habt ihr zu verkaufen? Was hat euch zu lange? Ihr scheint Hilfe bei eurer Organisierung gebraucht zu brauchen. Ja, dabei könnte ich wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Ja. Vielleicht einen Assistenten. Nein. Vielleicht einen Vertrauten. Nein, zu viel Chaos. Ja, was denn nun? Das Organisieren ist gewiss nicht meine starke Seite. Ganz und gar nicht. Ich brauche jede Hilfe, die ich bekommen kann. Wenn ihr mir einige Dinge besorgt, könnte ich mit meiner nächsten Versuchsreihe beginnen. Was soll ich besorgen? Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, bin ich sehr vergesslich. Ich verlege oft Dinge. Ich muss wirklich lernen, meine Sachen beisammen zu halten. Ich brauche meinen Dwemer-Rührlöffel, meinen Orichalkum-Barren und meinen mächtigen Seelenstein. Am besten sofort. Alles gleich immer sofort, ne? Ich werde mit Freuden an euch experimentieren. Nein. Ich meinte natürlich, es wird mir eine Freude sein, euch zu belohnen. Weist mir den Weg, dann beschaffe ich sie euch. Ausgezeichnet. Ich kann es kaum erwarten. Aber warum steht ihr denn noch hier? Oh, ja. Ihr müsst ja wissen, wo alles ist. Ja. Das wäre sicher hilfreich. Beschaffe den Löffel, Leban und Seelenstein, okay. Lasst mich nachdenken. Hingehen? Den Dwemer-Löffel habe ich das letzte Mal im Haus meiner guten Freundin Boti in Iverstadt benutzt. Wie hieß es doch gleich? Ach ja, der Sternschnuppenhof. Der Orichalkum-Barren müsste im frostigen Feuer in Winterfeste sein. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht einfach mitgenommen habe. Zu guter Letzt wäre dann noch der Seelenstein. Den habe ich im Alchemistenladen Weißes Fläschchen in Windhelm liegen lassen. War noch dazu ein guter Kauf. Ach ja. Gut, dann wissen wir jetzt Bescheid, wo wir hin müssen. Also, wo hatte ich doch gleich diese Spinnen hingelegt? Du
Truhe öffnen. Da war ein bisschen Gold und so. Gut, seine. Wir wollen jetzt hier keine großen Diebesaktionen machen, weil sonst. Willkommen in Wer ist das hier? Ich hoffe, Salun. Dass die Straße Seid ihr gekommen? Deshalb sollte ich euch verschwinden. Weil ich etwas getan habe, zu dem keine Seele in diesem blutbesudelten Haus des Krieges den Schneid hat. Okay. Ich habe es gewagt, meine Meinung zu sagen. Ich habe es gewagt, vom Kaiserreich und von den Lügen zu sprechen, die von Ulfric, dem Anführer der Sturmmäntel, verbreitet wurden. Jetzt hat mir meine Mutter mein Erbe aberkannt und mich eingekerkert wie einen gewöhnlichen Verbrecher. Und mein Bruder hat sich praktisch von mir losgesagt. Seid vorsichtig mit dem, was ihr hier sagt. Ihr werdet feststellen, dass Auflehnung nicht von jedem hier freundlich aufgenommen wird. Ja, alles klar, das ist in jedem Volk so, ne? Welche Lügen hat Ulfric verbreitet? Ulfric liegt nur eines am Herzen. Und das ist Ulfric selbst. Er hat sich zum zukünftigen Großkönig von Himmelsrand erklärt und trampelt jeden nieder, der ihm in den Weg kommt. Er hat eine Rebellion gegen jene angezettelt, die die Verehrung von Talos abschaffen wollen, und benutzt das als seinen Kriegsruf. Sein Anliegen mag gerechtfertigt sein, aber der Mann selbst ist eine einzige Lüge. Okay. Alles, was ihn bewegt, ist seine Gier nach dem Thron. Gut, wenn du das meinst, jetzt gehen wir aber weiter. Glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Also gut, ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Wenn ihr wahre Töchter und Söhne von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Gunnar Eidgeber. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Ulfric führt hier keinen Verein. Ihr tretet überhaupt nicht bei. Entweder ihr seid eine wahre Tochter von Himmelsrand oder ihr seid es nicht. Ich bin doch keine Frau. Dann macht euch auf nach Windhelm und redet mit dem Mann selbst. Wenn nicht, tja, dann verschwindet ihr am besten, bevor es ungemütlich wird. Ist ja gut, ich gehe ja schon. So. Hier schlafen die ganzen Wachen. Jetzt ein bisschen was zu holen, aber auch nicht das Wahre jetzt hier. Rifton steht unter meinem Schutz und ihr benehmt euch besser. Mach ich doch. Was gibt's denn? So, wir gehen mal hier hoch. Ach, diese Riesenwelt immer. Hier ist aber auch nichts. Wo können wir denn raus? Können wir denn irgendwo noch woanders raus? Ja, wahrscheinlich hier. Oder? Rifton, da ist doch Rifton. Rifton, wir kommen. Lass mich noch einmal reingucken, ob ich auch unterhalte dich mit weiter Diebesgilde. Ja. Genau. Wir wollten der Diebesgilde beitreten. Jetzt müssen wir nur gucken. Opa. Wer bist du denn? Harald. Aus dem Weg. Der Sohn des Jarl hat keine Zeit für müßige Unterhaltungen mit Reisenden. Nur ein Dolch für dich. Ich habe im Hof mit einer Wache geübt, die in Ohnmacht gefallen ist, als ich ihr sagte, dass sie sich ducken soll. Meine Klinge ging direkt ins Mauerwerk und musste umständlich repariert werden. Zum Glück vollbringt unser Schmied Balimund wahre Wunder. Wenn ihr mein Schwert bei ihm abholen könntet, wäre ich äußerst dankbar. Werde ich für euch besorgen. Danke. Okay. Beeilt euch bitte. Euch scheint der Besuch in Rifton zu missfallen. Jeden Tag wächst die Gefahr für mich und meine Familie, aus Rifton verbannt zu werden. Warum denn? Wer weiß, wie viele Spione das Kaiserreich uns schon geschickt hat. Wir befinden uns im Krieg. Nicht die Zeit für Gastfreundschaft. Zum Glück behält Mutter einen klaren Kopf. Ging es nach meinem Bruder, stünden wir schon unter kaiserlichen Farben. Seid ihr und euer Bruder euch uneins? Dieser Dummkopf hatte sogar die Kühnheit, seine Liebe zum Kaiserreich auf dem Marktplatz zu erwähnen. Er erwartet, dass wir unseren Widerstand ablegen und sie mit offenen Armen begrüßen. Wir sollen mit ihnen Gespräche führen, statt ihr Blut zu vergießen, um unsere Heimat zu verteidigen.
Er ist ein Verräter, ganz einfach. Okay. Wäre ich auf dem Thron gewesen, hätte er aufgrund seiner Sympathien für das Kaiserreich am Galgen gehangen. Brüderliche Liebe, ne? Also gut. So. Da haben wir nochmal was mitzunehmen. Festung Nebelschleier. Gehen wir mal wieder rein. So, wir waren noch hier. Und Festung Nebelschleier wieder öffnen. Okay. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Aber hier... Ich komme doch gerade von da. Und dann soll ich nochmal wieder hier raus. Okay. Rifthorn. So, ist doch da unten vielleicht. Warte mal. Und hoppa. Ja, aber noch nicht, diese ganze Stadt haben wir noch nicht erkundet. Die ist ziemlich riesig. Da. Grüße, wenn euch etwas gefällt, könnt ihr gerne ein Angebot machen. Jawohl. Ja. Leider bin ich einer der letzten traditionellen Saxliel-Juweliere in Tamriel. Unser Handwerk gerät langsam in Vergessenheit. Das einzige Problem ist, dass ich schwer an Materialien komme. Die Straßen zu den Minen und den anderen Städten sind übersät mit Banditen. Oh ja. Und Schlimmerem. Wärt ihr interessiert daran, ein wenig Material für mich zu sammeln? Ich würde euch auch sehr gerne dafür entlohnen. Warum denn nicht? In Ordnung. Ich werde sie euch besorgen, die Materialien. Läufer. Ich suche ein paar Gegenstände für mein nächstes Werk. 2 makellose Saphire, einen Mammutstoßzahn und einen Klumpen Golderz. Vielleicht habe ich sie sogar schon in der Tasche. Lass mich mal in meine großen Tasche gucken. Oh, guck mal. Ich habe alles da. Hier. Das Elfenbein dieses Stoßzahns eignet sich perfekt für die Einlagearbeiten meiner Amulette. Und Golderz habe ich auch. Hier. Wenn ich das einschmelze, sollte ich genug Gold für die Ketten haben, mit denen ich bereits angefangen habe. So, wie läuft das Geschäft? Leider nicht so gut. Warum? Dieser Brynjolf, er zieht den Leuten mit seinen lächerlichen Wundermitteln das Geld aus der Tasche. Vor ein paar Monaten war es Trollfettsalbe und jetzt hat er was Neues im Angebot. Nicht, dass man dagegen irgendwie vorgehen könnte. Er hat gute Beziehungen zur Diebesgilde. Okay. Was verkaufst du denn? Darauf. Bekleidung. Könnten den Dietrich kaufen. Oh, goldene Juwelhalskette. Goldenes Smaragdring. Ich hätte da was für dich. Guck mal. Bisschen Bekleidung. Amulett von Dibiala. Auf Redekunst. Ich habe 7 von denen. So, das war's für dich. Mehr Geld hast du leider nicht für mich. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Oh, ich suche eigentlich nach diesem alten Mann, der in Rifthorn untergetaucht ist. Bitte was? Ihr besitzt zwar Geld, habt davon aber nicht einen Septim mit ehrlicher Arbeit verdient. Das kann ich sehen. Woher wollt ihr denn das wissen? Alles eine Sache der Einschätzung. Wie jemand geht, was er trägt, all das sind klare Signale. Mein Vermögen geht euch nichts an. Oh, zieht Leine. Das stimmt aber nicht. Geld ist mein Geschäft. Vielleicht hättet ihr gerne eine Kostprobe. Woran habt ihr denn gedacht? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Warum sollte ich in Brandscheiß den Ring unterschieben?
Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, und wir legen los. Warum sollte ich denn das machen? Soll ich euch vielleicht auch noch an die Hand nehmen? Ihr müsst zu Madesis Stand schleichen und mit eurem Dietrich den Tresor öffnen. Wenn ihr dann den Ring habt, führt ihr bei Brandschei einen etwas anderen Taschendiebstahl durch. Ihr lasst etwas zurück. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum tun wir denn das überhaupt den an? Brandschei daran erinnern, sich nicht in Dinge einzumischen, die ihn nichts angehen. Da wir nicht die dunkle Bruderschaft sind, werden wir ihn nicht töten. Wir werden nur dafür sorgen, dass er ein paar Tage im Gefängnis sitzt. Also gut, liebe Leute, das machen wir beim nächsten Video, weil das Video ist schon wieder voll. Aber das ist unser Weg in die Eintrittskarte in die Diebesgilde, liebe Leute. Diebesgilde, eine richtige Diebe. Und ja, wenn ihr das erleben wollt, liebe Leute, abonniert den Kanal, lasst Like da und wartet auf das nächste Video, denn da findet das statt. Da gehen wir nämlich hin und klauen den Ring aus dem Tresor und legen es dem Brandschei in die Tasche. Ja? Also bis dann, liebe Leute. Macht's gut.